Am 17. Januar 1980 tritt die Sugar Hill Gang das allererste Mal im deutschen Fernsehen auf und performt den Song Rapper's Delight. Eine Woche später knallt der Song bereits in die deutschen Charts und verweilt dort für mehrere Monate. Man kann also im Grunde sagen, dass Rapper's Delight ein Sommerhit 1980 in Deutschland war. Das bleibt nicht unbemerkt in München, denn ein dort ansässiger Disco-Produzent, der weltweit bereits Erfolge gefeiert hat, kommt auf die Idee, eine deutsche Version davon zu machen. Man kann im Grunde sagen, ein Spaß über einen Spaß. Was folgt ist aber, dass diese Technik des Sprechgesangs ein großes Interesse innerhalb der Musikszene hinterlässt, weswegen auch viele andere es ausprobieren. Ab 1983/84 folgt eine Breakdance-Welle aus den USA, die Deutschland komplett überschwemmt. Innerhalb dieser Welle gibt es einen Song, der heißt The Message, der ganz anders ist als Rapper's Delight, denn hier geht es um politische Inhalte. Diese beiden Pole ziehen sich die folgenden Jahrzehnte komplett durch die Hip-Hop-Szene und die Idee, wie kann man einen Song gestalten? Spaßig, lustig, Escapism oder politisch, kulturell wichtig und auf den Punkt, was Gerechtigkeit der Menschen betrifft. Well, there have been talking blues and things like concertos for drums, but right now, all around us, and so compelling you never miss the fact there's no melody, is a music that is all beat, strong beat, and talk. It's rap music, and it sounds like this. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one. Also wesentlich war Rapper's Delight der erste Song, der im Rundfunk gespielt wurde. Und natürlich war das so ein Zuhörding, so wie hoppla, da kommt was Neues. Aber ich glaube, das war so, das war für viele, glaube ich, der Schlüsselsong. Rapper's Delight lief halt auch im Radio. Und Rap oder Hip-Hop, der Begriff war ja noch gar nicht da oder geboren in dem Sinne. Zumindest nicht bei uns angekommen. Und als Kind, weißt du, du hast es einfach nur cool gefunden. Ja, Rapper's Delight war schon so eine poppige Abklatsch von was eigentlich los war in New York. So. Und deswegen war das damals für mich schon so eine eher eine Disco-Platte mit Rap. Das hat sich sehr früh abgezeichnet, dass es ein großer Hit wird. Ja. Und dass im Sog von Rapper's Delight natürlich eine gute Coverversion funktionieren könnte, soweit haben wir natürlich schon spekuliert. Ein Schrank halte ich fest, jetzt fange ich mal an. Das hältst du im Kopf nicht aus. Ja, wir mussten ja aber eine Genehmigung einholen. Dann haben wir dem erstmal die Idee erklärt, dass wir drei sehr berühmte DJs in Deutschland dafür begeistern konnten, das zu machen. Und haben eben auch erklärt, dass jeder aus seiner eigenen Epoche die Geschichte erzählt. Also Sechser aus der Rock'n'Roll-Zeit, Laufenberg ein bisschen später aus der Pop-Zeit. Und dann kommt Gottschalk, er ist der Hip-Hop-Mann. Boomtown Rap. XTC, Devo, Patti Smith, Feel Good, AC/DC, Kiss, Blondie und auf Slits. Was? Ich bin der New Wave Man, Knickknack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dicht. Ich stehe auf Boomtown Rats, XTC, Devo, Patti Smith, das weiß ich noch. Wer weiß heute noch, was Devo ist? Und ich Rollerblades und weiß der Teufel. Mensch, Frank, wann tust du dir das endlich rein? Dieser Satz ist mir heute noch peinlich. To me, babe, I need you by my side. Oh, the shubidubidua, ababababshua ist Musik der neuen Zeit. Ich wusste, wo es herkommt, weil ich natürlich diese Musik gespielt habe. Ich wusste aber auch, dass ich damit nichts zu tun habe und dass das nur eine deutsche Fassung irgendeiner internationalen Bewegung sein konnte. Ich würde nie allen Ernstes behaupten, dass ich ein Teil der deutschen Rap-Szene bin, aber ich habe da was abgeliefert, was im Nachhinein in einem anderen Licht leuchtet als damals. Und wie nennt sich das, was Sie jetzt da machen? Was ich mit meiner letzten Single, die jetzt in Österreich so viel Erfolg hat und sicher in der Schweiz auch haben wird. Sicher, ja. Gemacht habe, ist Rap. Rap, was ja. Ist Rap? Es ist ein schneller Sprechgesang, kommt vom Stil her aus Amerika. Check it out, Joe. Man fragt mich, was machst du? Ich sag Rap. Und dann sagt er, was? Rap? Da wird wahrscheinlich kaum einer sagen, der in unserem Jahrgang ist, dass der Kommissar an dem vorbeigegangen ist. Es hat schon eine Qualität gehabt und du hast es auch mitgesungen. Also, aber du hast es nicht als Rap im Hip-Hop-Kontext abgespeichert. Das lag woanders. Tradinet, oh, oh, oh.
Es war noch nicht mal, ich glaube, noch nicht mal der Rap, der mich fasziniert hat, sondern die Produktion fand ich ziemlich geil. Weil die schön elektronisch war, mit so geilen, fetten Sinti-Bässen. In meiner Erinnerung oder in meinem Empfinden war Falco einer der ersten, die das erfolgreich auf die Kette gekriegt haben. Auch ein bisschen Trio, muss man sagen. Die hatten auch solche Elemente drin. Los, Paul, du musst ihn da in die Eier hauen. Diese Sachen, die sind ja auch unheimlich eigentlich angelehnt. Da denke ich, da werden sie sich auch teilweise dran bedient haben oder so. Das war, also es brodelte da schon vorneweg was, bevor das einfach definierter und klarer geschält angewandt wurde. Neue Deutsche Welle wurde ja auch alles schwer reduziert. Joachim Witt. Ich bin euer Herbergsvater. Ich bin euer Herbergsvater und sage, das wurde, war ja eigentlich auch Sprechgesang und auch runter reduziert aufs Wesentliche. Man hat schon gemerkt, so auch gerade beim Joachim Witt, so, dass die auf jeden Fall gewusst haben, was Africa Bam macht zu der Zeit. Dass der auf jeden Fall da so Elemente rausnimmt von dem. Gerade die Delays und gerade das Versetzte, Verschachtelte. Ja. Und das hat mich schon früher magnetisiert, muss ich echt sagen. Ich fand das irgendwie echt total den abstrakten Song. Ne. So Herbergs Vater war schon skurril. Und die Gitarre so... Dün, dün, dün. Das hat sich alles irgendwie so überschnitten. Also genau in der Zeit, da gab es sehr viel so Novelty-Kram und die echten Sachen hast du nicht gehört. Also bis auf Rapper's Delight und The Message. Falco und sowas hat man nicht wirklich als Hip-Hop bezeichnet. So, das war halt Sprechgesang, den man aber nicht in Einklang mit dem gebracht hat, was man jetzt meinetwegen so von Grandmaster Flash oder so kannte. Als ich The Message gehört habe, das war für mich mindblowing. So, da war für mich vorbei. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Als ich The Message gehört habe, konnte ich nicht mal richtig Englisch und habe nicht mal die Texte genau verstanden. Ich habe einfach die Energie gespürt und ich habe vor allem die Überzeugungskraft und die, diese Lebenskraft, dieser Wille. Das war das, was mir bei den deutschen Produktionen komplett gefehlt hat meistens. So eine Distanz, man macht sich lustig über irgendwas. Also meine einschneidendsten Erlebnisse waren, wo ich entdeckt habe, dass Kraftwerk anscheinend irgendwas mit dem amerikanischen Hip-Hop zu tun hat. Was ich dann auch später herausgefunden habe, dass Houdini zum Beispiel ihre wichtigste Platte in Deutschland bei Conny Plank im Studio gemacht haben. So, dass Conny Plank maßgeblich als Hauptproduzent von Kraftwerk auch als Hauptproduzent von Hip-Hop irgendwie zuständig war. Das sind ein paar Typen, die kommen aus New York, aus einem richtigen Ghetto, also aus einem richtigen Scheiß. Und die kommen nach Deutschland, um auf dem Land bei Conny Plank elektronische Musik zu produzieren. Conny Plank, der Ingenieur war, dass der mit Houdini dann gearbeitet hat und mit Eurythmics. Also früher war das auch gar nicht mal so. Der hat nicht mit denen gearbeitet. Früher war Musik auch nicht so spatenhaft irgendwie. So, das ist die Schublade, das ist die Schublade. Jetzt gibt es die kleine Nuance, dann gibt es diese Schublade. Sondern früher war das so Black Music. What the fuck? Es gab vielleicht Jazz und Black Music. Und da war Donna Summer gestanden. Und dann kam plötzlich Curtis Blow. Und dann kam Grandmaster Flash. Ein Trouble Funk. Also es war früher nicht so spartenhaft. Das waren dann erste Berührungspunkte mit eben auch cooler Musik, dann, dass es eben, also dass ich im Radio auch Reportagen gehört habe über diese Musikszene in New York, die da rappen und sprühen an die Wände und so, das wurde da erzählt. Und dann natürlich Wildstyle gesehen in der Erstausstrahlung damals in Deutschland, was natürlich so ein Art Kulturschock für mich war, dass es das sowas gibt. Und das sieht man ja auch tatsächlich einen DJ und MCs und wie die da sprühen und breaken. Und das Allerfaszinierendste, glaube ich, für alle Kids in der Zeit war wirklich Breakdance einfach. Yeah, just hit me. Just hit me.
alle irgendwie in Ledermontur und Nieten und es war so, da kannte man ja Funkadelic oder Parliament noch nicht, aber das war halt schon so eine Appearance von so Typen, die waren so superheldenmäßig, kamen die rüber irgendwie so und das war eindrücklich für den kleinen Cast. Hey You, The Rocksteady Crew, habe ich vermutlich aus der Bravo. Und das muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt vermutlich, halten das die meisten Leute für uncool, aber ich muss es einfach so sagen, wie es war. Die Bravo hat wirklich einen guten Riecher gehabt und wusste sofort, dass mit dem Hey You, The Rocksteady Crew mit Breakdance, der Breakdance Sensation 84, die haben sie ja ins Leben gerufen, dass das ein Trend ist, der unter Jugendlichen voll abgegangen ist 1984. Und das hat die Bravo früh erkannt und die Rocksteady Crew ja dann auch auf Tour in ihrem Tourbus begleitet und solche Sachen. Das war für mich damals das erste Mal, dass ich von Hip-Hop-Kultur insgesamt gehört habe. Alle hatten weiße Handschuhe 1984, wir auch. Wir waren 10, aber hatten weiße Handschuhe, haben ein Bravo-Sonderheft gekauft mit Mr. Robot. Ich habe Musikfernsehen geguckt, soweit das möglich war, irgendwie so Formel 1 und so Kram und so komische Vorläufer. Es gab so ganz eigenartige Formate, Bananas, wo so Sketche und Musik gemischt waren. Erster Rocksteady Crew Auftritt, das hat mich total geflasht. Das war ehrlich gesagt meine Initiierung für Hip-Hop. Reflex, let's kratz. Das war so eine Ode an den DJ oder da an irgendeine neue Art und Weise mit einem Medium umzugehen. Und da haben die dann den Song draus gemacht. Immer mit dem typischen almanischen Humor, der da immer auch stattfinden musste. Ich lausche auf, bin ich Banane oder was ist hier los? Meine Platte, Kratzer. Wir haben ja auch damit experimentiert, also mit Elektronik, mit Samples, mit einer Mischung weg von der rein Gitarrenband und sehr interessant eben mit der deutschen Sprache, nicht Schlager, sondern ein bisschen off. Da war dann, ich glaube, der DJ von Curtis Blow gefeatured, AJ Scratch, und der hat dann da, oh, das Scratchen, oh, let's kratz. Und da wurde dann auch gerappt und das war das erste Mal, dass so, okay, das macht jetzt irgendwer, macht das jetzt auf Deutsch, das fand ich noch nicht richtig cool. Ich erinnere mich daran, das muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein, als ich Breakdancer war und wahrscheinlich den ersten deutschen Breakdance-Rap-Track gehört habe oder den einzigen Breakdance-Rap-Track. Und da war, was hängen geblieben ist bei mir, war UFOs überm Kölner Dom, rappen cool ins Mikrofon oder sprechen cool ins Mikrofon. Das war das. Ja, Cheeky ist das hier. Das ist lustigerweise eine Platte, die hier im Vorort von Köln entstanden ist. Dagobert im freien Fall, Scratch Out in Town mit Überschall. UFOs überm Kölner Dom sprechen cool ins Mikrofon. Ja, also so, das war auch mit einer der ersten Texte, die ich überhaupt auswendig konnte, so neben irgendwie Stoop Rap von Wildstyle. Hat uns natürlich auch angesprochen, weil es natürlich, das ist ja ein Junge, der aus Köln kam und das war natürlich, also war natürlich interessant. Der war auch, sag ich mal, der war unser Alter schon, also der war ja damals auch nur 12 oder so, 13 vielleicht, also so eigentlich unser Alter und war so ein bisschen so umbreaken. Also das war unsere Ziel. Fokus über dem Kölner Dom, rappt cool ins Mikrofon. Schon Burner, schon gewonnen. Die Instrumentierung war auch so, dass man sagen konnte, okay, die haben zumindest die gleichen Sachen benutzt, die US-Amerikaner benutzt haben. Also war schon mal eine Runde authentischer. Und der Typ hat natürlich so mit Lokalkolorit gerappt, aber nicht auf Kölsch, aber trotzdem auch so Sachen wie UFOs überm Kölner Dom und sowas mit in den Text eingeflasht. Ich war geflasht. So. Ich dachte so, wow, was ist das? Das ist cool. Aber da fand ich Gabi Anchette, die das The Message auf Deutsch irgendwie gemacht hat. Und das fand ich total stark. Also sie hat ja da auch so die Pattern übernommen und so ein bisschen, ne, dieses Don't push me, cause I'm close to the edge und so, dann auf Deutsch gemacht, hau bloß ab. Denn mir steht's gleich, ist hier so rotzige Göre Berlin. Und hat so ein bisschen da so die Problematik in der Nachbarschaft, so ein bisschen Sozio-Romantik, Sozialkritik, nur am Flow. Und da hat es natürlich gehapert irgendwie. Aber bei dem Ding hier, diese Rap-Groove,
unglaublich almanischer Name auch. Es ist Freitagabend um 19:30 Uhr. Alle Mädchen, alle Jungs haben sich fein gemacht. Denn es ist Abschlussball im Tanzschulensaal. Und ich so, boom. So, ich so, was? Es ist Abschlussball im Tanzschulensaal. Das hat Flow, das hat Skills. Dachte, wow, das ist schon ganz woanders gewesen. So als diese ganze, hey, wir machen jetzt mal so Rap auf Deutsch als Stilmittel. Wie viele von diesen Wavern und einfach Pop-Acts, die das halt so auch dann entdeckt haben und irgendwie direkt umgesetzt haben. Es ist ja so ein Musikerding, dass wenn jemand nach New York fährt und dann eine tolle neue Musik hört, dann bringt er sie einfach mit. Ne? Genauso war es mit Falco, den anderen Jungs. New York City war die heißeste Stadt. Und da war auch die heißeste Musik. Da hing The Clash rum. Jeder. Da musste man gewesen sein. Also hat sich da wohl jeder mal ein Ticket hingekauft, hat sich seinen Rap geschrieben und hat es dann zu Hause irgendwie zum Besten gegeben. Ist ja auch nichts Falsches daran. Da hat jeder so seinen Schuss frei. Nina Hagen, New York, New York. Richtig hohe Musik, nur Drumbeats. Und dann spricht die darüber. Wow, was für eine Power, was für eine Energie. Das wollte halt jeder auch irgendwie mitmachen. In der klassischen gesungenen Form wäre jeder Song eine Bauchlandung geworden. Und die Kollegen haben zwar immer gesagt, der Everdinger kann nicht singen. So, dafür kann er gut reden und gut erzählen. Zur Erholung kommt ein Musikproduzent in die Obersteiermark. Aha, es ist der Agent mit dem Richard für den Trainer, kommt direkt aus New York. Der erste größere Erfolg war dann der Alpenrap, wo der Falco mich sofort gerügt hat, sagt er, deine Texte sind mörderisch, aber einen Rap verscheißern, das brauchst du hier nicht zu machen. Er sagt, hey man, sag, du weißt nicht, wer ich bin. Hat mir das aber nachgesehen. Ja, und dann sind wir natürlich auf dieser Linie geblieben und dann ist uns in der Folge sind uns dann doch höchst erstaunliche Erfolge gelungen. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber... Mach sie heiß mit deinem Edelweiß. Hört mal, ich hab da eine Musik, die ist frei geworden. Da kannst du nichts mit anfangen. Die liegt hier rum, wäre ja schade, wollt ihr euch das mal anhören. Wenn der Aufzug klemmt oder Wilder bleibt und im ganzen Haus mit Edels fällt, ist im dritten Stock der Klo verstopft. Ja, und dann, was macht man damit? Ja. Also, dass ihr da einfach drauf losgesprochen habt. Da habe ich keinen Gedanken dran verloren damals. Also das Wort gab es ja gar nicht, Rap oder so. Aber das war das. Dann hat es einen Sprechgesang und ja. Und dann sind dann später auch noch andere Songs in der Art entstanden. Blackfurse, Who's Mr. Kaczmarek, war auf jeden Fall eins von den Dingern, an die ich mich erinnert habe, weil das bei uns zu Hause andauernd lief, weil wir es alle so witzig fanden. Aber mir war klar, dass es irgendwie... dass die Blackfurse jetzt nicht unbedingt eine Hip-Hop-Truppe sind. Wir haben das natürlich nicht als wirklich als Rap wahrgenommen, weil es ist ja ganz klar, das sind reguläre Musiker, die sich an Rap versuchen. Eigentlich die einzigen Songs aus der Richtung, mit denen wir wirklich so uns connected haben, waren die, wo es einen Link zur Hip-Hop-Szene gab. Hip-Hop Bommy Bob featuring Fatboy Freddy. Also ja, die Tatsache, dass wir da rumgefummelt haben an der Sache, von der wir keine Ahnung hatten, das war ja für uns Normalität. Das war ja bei Punk genauso. Wir konnten ja nirgendwo wirklich was. Das auch bei Malunda zu Münzen fanden wir irgendwie lustig. Wir hatten das gerade gemacht auch und das fanden wir irgendwie ganz lustig, dass das eben so zu verbinden. Also dieses Rapper kommt nach Deutschland will uns Rappen beibringen, aber dann auch noch kombiniert mit dem Zeug, was richtig abgeht und einen richtig tanzen lässt. Das fanden wir ganz lustig. Wir waren einmal der Zeit voraus. Viel zu lange voraus. Das war unser Credo. Entweder wir waren zu spät für Punk eben schon damals so, oder wir waren zu früh. Das hat wir haben nie den richtigen Moment gefahren. Wir waren drei Jahre voran. Das waren die ersten 10 Jahre, Tote Hosen liefen nur so. Die Kinder der 80er Jahre, über die wir hier reden, haben natürlich auch das alles gehört. Die haben auch Ärzte ganz viel gehört. Aber sie kannten natürlich auch diese ganzen Pop-Versuche, die jetzt eher so ein bisschen ins Peinliche gegangen sind. Also Rappers Deutsch oder Willem Watt. Das haben halt meine älteren Brüder gehört. So. Wenn die dann quasi im Partykeller gesessen haben und sich ein Bierchen gezogen haben. Die Rottgau Monotones, die Hesse komme. Ja, die Hesse komme. Erbarmen. Erbarme die Hesse, guck mal. Was kommt denn da für ein wüster Kram aus
zu der Zeit war es ja auch angesagt, bundesweit in Dialekten zu singen. Ernst, dann hat man Leute noch in ihrem Dialekt singen lassen. Das ist ja heute eh... Deutsche. Der einzige Dialekt ja heute noch ist eher Englisch so. Deutsche Sprache war in. Ja. Und das ging so weit bis in Dialekte oder österreichische Dialekte. Ich finde, dass das Rap in Mundart noch wesentlich besser funktioniert als in einer hochdeutschen oder in einer englischen super formatierten Sprache. Ich muss immer genau hinhören, dass ich es wirklich verstehe, weil die Silben so verschoben werden dann, dass du es erst überhaupt nicht verstehst. Ja. Aber das finde ich sehr, sehr innovativ. Das finde ich sehr cool. Und ich muss sagen, dass man das damals schon sehr cool fand. Diese Rodger Monotons, weil die waren halt auch wirklich lustig und irgendwie auch cool. Was ich damals bei der ersten allgemeinen Verunsicherung halt so cool fand, war, dass eben dass die Texte gesprochen sind. Wir haben ja immer gesagt, die singen nicht, die sprechen ihre Texte. Und natürlich die Reime, weißt du, das waren immer pointierte Reime. Das war ja immer am Gag, am Ende immer ein Gag oder eine Pointe. 100 Kilo oder mehr hat der eine Schweinebär. Der andere kriegt anstatt der Trüffel auf seinen Müffel einen Rüffel. Geht der Gassi mit dem Blasi, Wasser lasse, dann ist quasi die Stasi, also das, diese Binnenreime. Und das hat mich natürlich als Selbstschreibender sehr fasziniert und dann halt neue Möglichkeiten ergeben. Der Kühlschrank ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen. Weiß noch, das war ja jetzt nicht gerade so im Punkregal, aber die hatten absolut unseren Respekt, weil das sprachlich wirklich schon sehr geschickt war. Und also das haben wir auch erkannt, dass da mehr zugehört, außer irgendwo sich der neuen deutschen Welle zu bedienen. Also die sind da schon ihre eigene Schiene gefahren. Das fanden wir voll okay. Man hat sofort so Erinnerungen. So hinten auf dem Rücksitz mit zwei Brüdern und vorne die Eltern. Und wir fahren irgendwie in Urlaub. Das ist viel zu eng, aber wir hören ERV. Das war lustig. The evil is always and everywhere. Oder so ähnlich singt er doch. Das Böse ist immer und überall. Ja. Naja, verfällt ins Englische. Ins Denglisch. Hinten raus. Ja, ja, genau. Klar. Ja, the evil. Und die sehr lustig. Ja, die waren zur selben Zeit wie wir hier bei der Elektrola. Die mussten, wenn sie hier Platten aufgenommen, kamen sie nach Köln immer. Dann kennt ihr euch ja. Wir sind es in der Kantine über den Weg gelaufen, natürlich, klar. Ich schrei Hände hoch, das ist ein Überfall. Das entsprach unserem Lebensstil damals. Es war der Kühlschrank immer leer. Wir konnten keinen Kredit bekommen für eine neue. Das war eigentlich so quasi der Status quo. Wir haben damals als Wohngemeinschaft zu sechst auf engstem Raum gewohnt. Und ich sagte, ich beschreibe mir unsere Situation. Und wie wäre es mit einem Banküberfall? Der dann klarerweise, damit es nicht heißt, es wäre Aufruf zur Gewalt, misslingt. Und der ewige Loser war bei der ERV immer, ob das jetzt Märchenprinz ist oder küsst die Hand, der kriegt immer nicht drauf. Das heißt, er versucht und scheitert. Und das ist so quasi nicht nur eine Parallele zu meinem Leben, sondern zum Leben vieler. Und dieses liebenswerte Scheitern, das ist offensichtlich damals in den 80er und 90ern sehr wohlwollend aufgenommen worden. Dann da zahle ich halt was ein. Das war für mich irgendwo, ja, das ist witzig, das ist ein Gag. Und das fehlt mir heute in der Musikszene. War für mich eine relativ normale Sache, dass, das ist jetzt vielleicht der völlig falsche Begriff, aber die weiße Gesellschaft solche Sachen, also die europäische weiße Gesellschaft, so eine Sachen eher als aus der Fun, ist der Spaß. Die MCs haben ja Storys erzählt, klar, diese ersten Songs sind eher so ein bisschen wirken, so ein Banales, aber auch da steckte ja schon ganz viel Informationen, wofür Rap mal da war auf der Party entsprechend. Und das wirkte vielleicht wie es ist eher lustig und so. Es ist einfach, dass man sich mit den Inhalten gar nicht auseinandergesetzt hat. Es waren halt normale Popsongs. Da wurde halt so ein Stil verwendet und auch so rhythmisch kann ich ja so ähnlich auch in meiner Sprache. Aber was vielleicht Rap wirklich ist, ist da ja nicht reflektiert drin. Was OJ damit sagen will, ist, dass Rap wie ein Chamäleon ist. Es kann alles sein, es kann sich in alles verwandeln und deshalb genreübergreifend arbeiten und funktionieren. Und das passiert bereits auch komplett in den 80er Jahren.